Einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Es ist der 28. Februar 2023, 8.41 Uhr und wie bei Raumschiff Enterprise, es ist unser Logbuch, unser Videoaufzeichnung auf YouTube. Ich heiße euch alle herzlich willkommen. Wir bereiten uns auf unseren ersten DAX-Trade vor am Morgen und wir sehen, ich mache den Chart mal ein bisschen größer hier, wir haben gestern 15.400 roundabout da geschlossen. Wir haben heute ein Tickchen tiefer eröffnet. Wir werden nochmal versuchen, die 15.4 als erste Falle zu platzieren. Das bedeutet 15.407 entweder long, 15.392 short. Wo sind die Zielmarken? Die Zielmarken sind hier oben. Das wäre eine interessante Zielmarke. Das ist um die 50 und 60 herum, 70 sogar hier. Ja, wir können das ein bisschen runterziehen. Das ist das 38er Retracement. So in der Zone. Unten herum haben wir erstmal einen Störfaktor mit dem Daily Pivot. Und dann natürlich auch hier die 50er Marke, wo der schwarze, die schwarze Linie schon ist, wo wir aktuell tendieren. Und dann geht es weiter runter. Big Number. Und dann ist untenrum das 38er Tracement hier. Das Ganze können wir noch mit Zonen bedecken. So, und dann sieht die Zonen aus, die automatisch dargestellt werden, sehen in etwa so aus. Ja, und wir sehen hier oben, wenn ich die grüne Linie mal hochziehe, dann ist das fast synchron hier. Die rote Zone, ja, die können wir jetzt ein bisschen leichter machen. Ja, so, Gap haben wir auch. Und jetzt ist sicherlich die Frage, wo kommt die Vola-Box rein? Das ist die zweite Bereich. Die Vola-Box kommt rein bei 15.367 zu 52. Das heißt, wir werden so in diesen Bereich reinkommen, aber ohne Gewehr. So, Big Number auf der rechten Seite, meine Damen und Herren, rechte Seite, Big Number. Und auch hier ab dem zweiten Trade gehen wir auf angepasst. Und jetzt ist der Fokus auf diese Box. So, wir sind im ersten Trade. Zumindest hat die Falle zugeschnappt. Jetzt heißt es entweder long bei 15.307 oder short bei 92. Und wir haben ja die Tendenz heute Morgen gesehen, dass leichte Tendenz Richtung Süden ist in unserer Vormittagsanalyse, Morgenanalyse. Und die Tendenz setzt sich hier leicht fort. Der erste Trade ist immer wie so ein im Restaurant, wenn der Koch einen Gruß aus der Küche sagt, eine Kleinigkeit. Ab dem zweiten Trade gehen wir auf angepasst. Die Zielmarken definieren wir von vornherein. Und zwar gehen wir Richtung 50 heute. Jetzt schauen wir mal, was der Markt oder welche Herausforderung er uns stellt. Ab dem zweiten Trade schlägt zumindest mein Herz größer, denn jetzt können wir auf die etwas weiteren Ziele gehen. Ab dem zweiten Trade. Also wir sind fürs Protokoll jetzt aktuell im zweiten Trade und versuchen jetzt ein wenig mehr mitzunehmen. Was machen die Vola-Boxen? Die grünen Boxen. Ja, ich mache mal die Zone raus. So sieht das Feld hier aus und sehen, da unten ist eine ganz alleine und da oben ist eine ganz alleine. Ja, das ist aktuell bei mir zumindest meine Vola-Boxen. Das heißt, da sind wir weit entfernt. So, wir sind im dritten. Ich bin gespannt, wie sich der Februar von uns hier verabschiedet. Dritter Trade. Und auch hier nochmal der Hinweis, ab dem fünften Trade sollte bei euch Vorsicht walten. Ja, dass ihr einen Trade dann stoppt, um das Risiko zu minimieren. Das heißt, wir haben noch zwei Versuche hier für die einen oder anderen. Das möchte ich hier nochmal erwähnen. Oder ihr zieht es durch mit mir und das wäre dann bis zum 11. Trade. Und da kann ich für nichts garantieren, dass
bedeutet, dass denn da auch der Verlust größer werden könnte, wenn wir den Trade stoppen. So, dritter Trade. Also Gesichtspunkte, rote, grüne, weiß ich jetzt nicht, was du meinst, Ludwig, aber jetzt im Wettkampfmodus. So, Trade Nummer 4. Und Trade Nummer 4 geht auch auf angepasst. So, wir sind jetzt im fünften Trade. Und jetzt auch gehen wir hier auf angepasst. Uhr 17. Das Tagestief aktuell liegt bei 85. Und auch hier sehen wir heute sechster Trade. Nach oben raus, also bei der 15.3. Hier gehen wir auf angepasst. So. Wir nähern uns jetzt der 20er Marke, aber die müssen wir hinter uns lassen. Also alle, die Herzrhythmusstörungen haben, steigen bitte aus. Im sechsten fürs Protokoll, wir bleiben natürlich drin. So, gestrichelte Linie sehen wir einmal berührt und das muss man sich so vorstellen wie im Winter Schlussverkauf oder Sommerschlussverkauf, alle stürmen raus oder rein. Ja, also die ersten haben die Orders abgegeben, wir bleiben noch im sechsten. So, wir sind jetzt im siebten Trade und hoffen ein wenig auf mehr Dynamik. So, jetzt sind wir im achten Trade. Schloss wird rausgenommen. Tiefluft holen jetzt. Und raus. Achter Trade. Und wenn ich rausgehe, geht das Ding jetzt gleich nach oben. Das war der Eröffnungstrade und wir blicken mal rauf, was haben wir rausgeholt. Ja, Slippage, nicht so viel, seht ihr, 0,09, weil die Positionsgrößen so groß geworden sind. Ja, wir hätten noch ein bisschen warten sollen. Aber gut, wir sind raus. Einmal abschütteln, achter Trade und was schreiben wir wieder ins Tagebuch? Bisschen länger warten. Zumindest 1, 2, 3 Punkte. Aber gut, hätte, wenn und aber. Das war unser Video-Logbuch, Video-Tagebuch. Und wir hören uns morgen denn wieder. YouTube auch selten, dass wir im 8. sind. Erster Eröffnungstrade. Und bis dahin dann für alle noch gute Trades. Wir machen im Live-Trading-Raum jetzt weiter.